Hey Leute, was geht? Vampax wieder am Start, meine Freunde. Und heute gucken wir uns zusammen die Patch Notes beim Valorant Patch 1.05 an. In diesen Patches sind ein paar gravierende Sachen rausgekommen. Einerseits ist Akt 2 rausgekommen, das heißt die ganze Veränderung mit dem Ranking-System. Ich kann, wenn ihr wollt, jetzt auch nochmal ein Video machen, aber das müsst ihr mir in die Kommentare schreiben. Ich denke mal, das wurde schon auf anderen Kanälen bzw. im Internet ziemlich auseinandergehauen, das Thema. So, ja, deswegen weiß ich, ob ich darauf überhaupt noch ein Video machen soll. Und ja, Raze wurde genervt und natürlich ist eine neue Skin-Reihe rausgekommen und ja, der neue Agent Killjoy ist da. Aber heute gucken wir uns erstmal die Patch-Notes an. Ich werde nochmal ein Showcase von dem Battle Pass machen, aber das in einem separaten Video. Ja. Also, fangen wir an. Also, Killjoy brings the killer robot buddies and round spectacles to Valorant. Das bedeutet eigentlich nur, dass Killjoy jetzt eigentlich aktiv ist. Und ja, der Charakter, sobald ihr ihn freigeschaltet habt, natürlich spielen könnt. Ihr könnt natürlich den Charakter auch einfach für 1500, glaube ich, ist das, kaufen. Und dann habt ihr das, oder 1000 oder 1500, bin mir nicht ganz sicher. Einfach kaufen und ja. Raze wurde genervt. Die Ult wurde genervt. Das heißt, die Zeit, die ihr braucht, um die Ult rauszuholen, beträgt nun 1,4 statt 1,1 Sekunden. Und die Zeit, um es nach einem solchen Jump, nachdem ihr die Ult aktiviert habt, rauszuholen, das nennt sich dann Quick Equip Time, wurde von 0,5 auf 0,7 Sekunden erhöht. Das heißt, ihr könnt nicht mehr so easy und so schnell quasi eure Ult rausholen. Ja, dann wurden noch die Animationen darum reduziert. Das heißt einfach nur, dass es nicht ganz so fancy ist und nicht so viel vom Screen abdeckt, damit man ein bisschen mehr sieht. Das finde ich ganz gut, aber das davor ist natürlich schade. Ja gut, ja, dann von ihrer C4, so nenne ich das immer, wurde der Damage von 75 auf 50 gedroppt und der Damage bei Objekten wurde nun konstant auf 600 gesetzt. So, dann was ist Neues. Ich fange zuerst mal mit den Game Modes an. Ja, Deathmatch Drops. Ab dem 5. August kommt immer zeitweise Deathmatch raus. Das heißt immer nur für eine begrenzte Anzahl an Zeit, damit sie gucken, wie das Spiel läuft, was sie verändern müssen, ob da Bugs sind und so weiter. Deswegen ist Deathmatch auch noch in Beta. Und ja, hier steht Specific Windows. Auf jeden Fall Deathmatch Drops. Ja, 10-Player Free-for-All. Einfach ein ganz normales Free-for-All, wie man es auch aus TOG kennt oder sowas. 30 Kills, keine Abilities, Waffen. Kann man aussuchen, welche man will. Das heißt, man muss die einfach am Anfang, also immer, wenn man lebt, quasi einfach kaufen. Das Besondere daran ist, man hat auf jeden Fall 100% Armor, das heißt immer 150 Leben zu Anfang, sobald man wieder spawnt. Und sobald man einen Gegner tötet, muss man dann aber, um wieder aufzuhealen, ein Health Pack aufnehmen, das dieser Gegner droppt. Der reloadet auch noch deine Waffe, das heißt, er bringt dich zuerst auf Full Life, Full Shield und dann reloadet er die Waffe automatisch, ohne dass du quasi eine Animation dafür brauchst. Und ja. Das heißt, nur durch die Gegner töten kann man die Health Kits bekommen. Wir wissen noch nicht, ob quasi, wenn ein anderer Gegner einen Gegner tötet, ob man die Health Kits von dem Gegner quasi stehlen kann. Aber ja, das werden wir dann auf jeden Fall rausfinden. Dann Quality of Life. Ja. Players report other disruptive players will now receive an email if the report player has been punished. Ja, das heißt einfach nur, wenn ihr irgendwie reportet und der natürlich dafür, keine Ahnung, gebannt wird oder sonst irgendwas, dann kriegt ihr jetzt eine E-Mail und habt ein gutes Gefühl dabei. Yay! Und arriving mid-patch, your rotating store offers will shop including things you already own. Davor war es halt so, wenn man in dem Shop oder im Store irgendwas gekauft hat, dann ist es halt nicht appeared oder nicht nochmal appeared und jetzt kann das schon sein. Das heißt, wahrscheinlich ist es einfach immer für alle gleich. Bugfixes. Ja, so ein paar Bugfixes gemacht, aber das ist eigentlich relativ egal. Competitive, das ist halt das Wichtige auch noch. Ja, es wurden Akt-Ranks zugefügt, das heißt, man hat jetzt ein cooles, großes Dreieck und dann ganz viele kleine Dreiecke und da wird quasi immer gezeigt, wie man die Matches gespielt hat und was die besten Runden waren. Am Anfang fühlt sich das auf und wenn ihr ein Match gespielt habt, das besser war als eins in diesem Dreieck, wird es dann quasi da reingesetzt und dann wird am Ende ja gezeigt, wie viele Games ihr zum Beispiel in Dia 3, wie viele Games in Platin 2 gemacht habt, keine Ahnung. Das ist jetzt noch, also quasi besser gemacht worden, dass man jetzt, wenn man als Solo-Queue-Spieler reingeht, dass man mehr Solo-Queue-Spieler trifft. Aber es kann sein, dass ihr dabei dann natürlich länger warten müsst. Das wurde aber von den Spielern gewünscht und deswegen haben die das so eingeführt. Die Rank-Indicators wurden slightly modified, also das heißt einfach nur, in der Hinsicht jetzt, davor war es so, wenn ihr ein Game verloren habt, egal wie krass, es wurde immer nur ein Pfeil nach unten gezeigt und jetzt gibt es auch diese drei Stufen wie beim Up-Ranken, gibt es genauso wie beim Down-Ranken, das heißt ein Pfeil nach unten, zwei Pfeile nach unten oder drei Pfeile nach unten. Und jetzt wird in der History angezeigt, dass ihr quasi, wenn ihr ein Game gewonnen habt oder ein Game verloren habt, ist ja auch egal, mit welchem Rank ihr da reingegangen seid, beziehungsweise mit welchem Rank ihr dann da rausgegangen seid. Das heißt, ihr seht dann immer, welches Game quasi euer Up-Rank-Match war, wobei das davor eigentlich auch so war. Also, ja. You can now view your friend's career tab via the context menu and social panel. Das heißt, du kannst jetzt die, ja,
Sachen deiner Freunde einfach angucken. Das heißt, du siehst, wie die gespielt haben und ja, welche Ranks sie sind und so weiter. Einfach direkt und müsst nicht quasi in eine Lobby gehen und dann in den Competitive-Modus reingehen quasi. Und die Custom Games wurden ein bisschen verändert. Aber ja, das war es eigentlich auch schon von den ganzen Patch Notes. Natürlich, Battle Pass ist auch arrived, das steht ja jetzt so nicht drin. Aber den Battle Pass gucken wir uns an einem anderen Video nochmal an. Das war es erstmal von diesem Video von mir. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet, weil es ist schon einiges passiert. Denkt ihr, der Race Nerf war gut? Denkt ihr, die Changes im Rank-System waren nötig? Oder sind sie gut, sind sie schlecht? Und ja, was haltet ihr von den neuen Skills, die rausgekommen sind? Hier seht ihr die nochmal. Einmal eine Bulldog, einmal eine Odin ist das, glaube ich, eine Freezy oder Frenzy. Einmal die Shotgun und einmal das Knife. Ich persönlich finde halt nur die Bulldog und das Knife ziemlich geil, der Rest ist eigentlich ziemlich unnötig. Aber das Knife kostet einfach 43 Euro. Hallo? 43 Euro für ein nicht tradable Item. I mean, what the fuck? So für 30 oder so, okay, kann man sich das überlegen, aber 43 Euro für ein Item, das ist schon krass. Auf jeden Fall, das war's von mir. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal.